Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video Krämer Haul. Am Samstag war Restefestival im Krämer und da ich ja noch ein paar Turniersachen brauchte, dachte ich, das wäre die perfekte Möglichkeit, mal wieder shoppen zu gehen fürs Pferd. Ich gehe prinzipiell sehr selten shoppen fürs Pferd, dadurch, dass ich eigentlich so alles habe und an sich auch nie irgendwie was brauche, weil ich jetzt nicht so der Markenfan bin, sondern auch oft No-Name-Sachen habe. Und die Sachen, wo ich dann habe, die habe ich dann wirklich ewig. Also ich wechsle da nicht laufend irgendwie. Lucky hat zum Beispiel einen Rotstil. Das heißt, wenn ich ihr was besorge, dann wirklich in Rot oder der Moritz in Schwarz. So sind jetzt die zwei farblich abgestimmt, weil beim Moritz finde ich es einfach sau schön mit dem helle Fell und die schwarzen Sachen. Bei der Lucky finde ich es halt schön, sie ist schwarz oder ja dunkelbraun schwarz und dann das Rot, das sieht einfach, finde ich, sehr schön aus. Also das passt. Ja, jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar mein erstes ist das größte, wie man sieht, ein Western Pad von Stone Deek. Das ist dieses Filzpad und innen drin hat es aber noch Schaumstoff. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, sieht man richtig schön, es gibt noch, ja, hier kann man schön reindrücken. Ja, Pad werde ich auch natürlich demnächst ausprobieren. Wie ihr es ja mitbekommen habt, anhand von den anderen Videos, Lucky hatte ja über den Winter dauerhaft Koliken. Und somit ist ja das Training ausgefallen. Jetzt wird endlich das Wetter besser. Yay! Und da habe ich gesagt, gut, wenn das Wetter wieder anständig ist, fangen wir an mit dem Training. Ja, das zu dem Pad. Dann muss da natürlich sein, weil Lucky hat ja, ich habe ja den Rottick bei Lucky. Für 1 Euro Stirnfranzeln. Yeeha! Ja, musste einfach sein. Und für 1 Euro, ja. Dann, ich bin ja kein Boxenfan. Und wenn ich ja Turniere gehe, ich weiß, viele denken, oh Gott, das ist Tierquälerei. Auf langer Hinsicht würde ich sagen, ja, wenn man das dem Tier dauerhaft anzieht. Aber wenn man die Wahl hat, Turnier gehen, Pferd Offenstall oder Turnier gehen und Pferd Box, bin ich eher Turnierpferd. Turnier gehen, Pferd im Offenstall. Ja, man muss aber früh morgens gehen. Was macht das Pferd? Es hat sich richtig schön geil eingesaut. Ja, sehr früh aufstehen müsst ihr ja eh schon, weil ihr ja noch ein bisschen zu fahren habt. Also mitten in der Nacht wollt ihr ja dann auch nicht aufstehen, vor allem das Pferd würde euch dann was pfeifen. Ja, was tun? Dann holt man sich einfach das hier, wascht das Pferd einen Tag zuvor und zieht ihm das an. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, ob ihr erkennt, was das sein soll. Ich kann mal ein Bild einblenden. Hat zwar jetzt Lucky nicht an, aber so sieht es dann aus. Das ist ein Sleazy. Ich hoffe, man spricht es richtig aus. Sleazy. Ja, das kriegt sie dann halt über Nacht an, damit sie sich halt beim Wälzen nicht dreckig macht, aber ich sie halt wirklich nicht in die Box einsperren muss über Nacht, weil das finde ich jetzt wirklich nicht schön fürs Tier. Und somit, ja, kann sie trotzdem in ihrer Herde bleiben. So, dann machen wir einfach mal mit meinen Turniersachen weiter. Habe ich mir, das war der Oberknaller. Ich stand vor den Schuhregalen und dachte, ich brauche Westernstiefel. Ja, sehe ein paar, die vorne sehr eckig sind. Schon das extrem eckige hat mir nicht gefallen. Dann haben die doch unten meistens ein Muster in Schwarz. Und das war schwarz und der Schaft braun. Dachte ich, boah, wie hässlich sind die. Naja, meine Größe, 50 Euro. Dachte ich, scheiß drauf, Hauptsache ich habe Stiefel. Ende vom Lied war, als ich dann zum Schluss zur Kasse ging, war unten im Regal, das ist dann wieder das,
von den Leuten, wenn die einfach irgendwas irgendwo hinstellen. Was ich wiederum jetzt dies nicht so schlimm finde, wenn sie einfach irgendwelche Sachen in ein anderes Regal stellen. Weil da liegt es nicht auf dem Boden und die Leute trampeln nicht drauf. Sehe dann natürlich vorne an der Kasse im Regal diese Schuhe. Und die haben mir sehr gut gefallen in einem dunkelbraun. Und guck so, Größe 38, sehe den Preis, denke ich, ey, scheiß drauf. Die nehmen mir mit, wenn sie passen, ist es perfekt. Wenn sie nicht passen, verkaufe ich sie wieder, weil für 24 Euro, denke ich, kann man da nichts falsch machen. Ach so, Entschuldigung, das Sleazy hat 10 Euro gekostet. Auf jeden Fall, die sind von Stone Dick und haben 24 Euro gekostet. Ja, und somit war ich halt wirklich der Meinung, 26 Euro billiger kann man wirklich nichts falsch machen. Und sie passen wie angegossen, also wie wenn sie auf mich gewartet hätten. Dann habe ich mir von Knightsbridge ein Reithelm gekauft. Dadurch, dass ich keinen schönen Reithelm fürs Turnier habe, dachte ich, wir holen uns mal einen neuen. Schadet nicht. Und fürs Turnier ist der supi. Passt auch. Tada. Also sieht echt gut aus. Von Knightsbridge hat auch ein schönes Muster. Wie man sieht. Also mir gefällt er unheimlich. Und er hat 28 Euro gekostet. Also vom Preis finde ich, geht es auch sehr, sehr gut. Ja, das nächste war dann, ich dachte, okay, wir brauchen ja noch ein Schauhemd. Ja, ich dann erstmal so überlegt, kaufen wir doch eins von H&M, einfach nur ein stinknormales rotes, weil ich ja Lucky in Rot vorstelle. Ihr wisst ja, meine Farbticks mit den Pferden. Dachte ich, okay, das ist gut, wenn ich jetzt eh zum Krämer gehe und vielleicht beim Reste eins sehe, was jetzt nicht gerade die Welt kostet, vielleicht genauso viel wie es bei H&M kosten würde, dann holen wir ja doch gerade das. Und siehe da, eine Showbluse, Herrgott. Ja, ist in Größe S. Marke steht nicht dabei. Entweder weil das Schild weg ist oder keine Ahnung. Also da drin ist. Auf dem Reißverschluss steht THC, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dem. Also da ist kein Ding drin. Und das hat mich 24 Euro gekostet. Und für 24 Euro, also hier dann sehen auch so die Ärmel aus, für 24 Euro finde ich es voll in Ordnung, weil ich denke, vielleicht 4 Euro weniger oder 14 Euro weniger würde eine normale Bluse kosten, aber dann doch lieber eine Showbluse. Ja, dann für das Jahr darauf bräuchte ich hier noch einen Hut. Ja, das ist da hier in Braun. Ich mag es nicht so mit so viel Schnickschnack. Habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Der hat einfach nur so wie so eine Gürtelschnalle. Ist von Rodeo King. Und der war eigentlich das teuerste. 44 Euro. Aber okay, ich habe halt eine schwierige Kopf, habe einen schwierigen Kopfumfang und somit dachte ich, jo, der passt. Das war der einzigste von den ganzen Hüten, wo ich ausprobiert habe, der gepasst hat. Ja, ich hatte vor 3 oder 4 Jahren schon mal, habe ich mir mal ein Sidepull gekauft, wo dann im Gelände auf einmal, auch beim Reste, wo im Gelände dann einmal aufging, am Nasenriemen und dann Schrott war. Ich habe nicht festgezogen, nein. Das war mit Rohrhaut und so einem Aludraht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann Moritz mit Strick um den Hals, also sozusagen im Halsring im Gelände nach Hause geritten. Ja,
Und jetzt habe ich mir hier eine neue gekauft. Die hat nur das Leder, kein Rohhaut, ist auch nicht so schwer und nicht so störrig, sondern wirklich komplett, ja, biegbar. Und das finde ich halt sehr gut und sieht auch sehr stabil aus. Das ist halt im Dunkel, aber stört mich nicht. Von den Verzierungen her finde ich es auch sehr, sehr schön, wo man echt nichts sagen kann. Und die hat 20 € gekostet. Ja, da dachte ich, jo, falsch kann man nichts machen. So, jetzt zu meinem Highlight. Ja, ich habe jetzt seit 9 Jahren Pferde. In diesen 9 Jahren habe ich mir keine Reitjacke gekauft. Also keine Jacke aus dem Reitsportgeschäft. Ja, und ich sehe die da hängen. Ich bin eigentlich nur so vorbeigelaufen und sehe da die und dachte, die sieht ja mal cool aus. Habe also nur einen Teil Ärmel gesehen und so geguckt, Größe gesehen. Ich so, geil, passt, packen wir ein. Ja, und das ist die hier. Vom, was ich erst eben gesehen habe, Felix Bühler. Mir hat die einfach super gefallen und sieht gut aus. Einfach schlicht. Ich mag es auch im Moment irgendwie auch mit Braun. Ja, und die hat 28 € gekostet. Das waren jetzt so die. Halt, das hier noch. Das ist ein Entfilzer. Ein Entfilzungskamm mit einem Silikongelgriff. Das heißt, da passt sich das so, warte. Passt sich an, wie man sieht. Ja, der hat 4 € gekostet und dachte, ja, probieren wir es mal. Vielleicht funktioniert es mit dem Winterfell wegkriegen. Ja. Das war's. Vom Großen und Ganzen, was ich so gekauft habe. Das war's mit meinem Video und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!